alle kennen den Bericht über Nebukadnezars Traum. Und dieser Traum, den der König hatte, hat ihn richtig innerlich aufgebracht, aufgewühlt. Und er ließ seine Magier und Weisen holen, um zu hören von ihnen, welches sein Traum war. Er wollte ihnen nicht einfach nur seinen Traum erzählen und dann sagen, deutet mir den Traum, sondern er musste in diesem Traum ganz sicher gehen, was die Bedeutung von diesem Traum war. Die Magier schaffen es nicht, ihm diesen Traum zu erzählen, weil sie keine Offenbarung und Weisheit von Gott hatten. Und deshalb wird Daniel geholt und er hat Weisheit von Gott bekommen, diesen Traum des Königs auszulegen, ihn zu deuten, und dadurch wird Daniel erhoben. Wir träumen immer. Und oft sind es diese negativen Träume, die uns beängstigen und unter Druck bringen, wo der Feind wirklich an uns dran ist, um uns wirklich zu ängstigen und zu bedrängen. Aber es gibt auch Träume, die sind von Gott. Die sind von Gott gegeben, dass wir bestimmte Dinge unseres Lebens verstehen. Da geht es um Bilder, die wir im Traum sehen und empfangen, wo wir eine Jetzt-Situation unseres Lebens quasi in Bildern wie in einem Film ablaufen sehen. Da gibt es Träume, die sind für uns ganz persönlich. Es gibt Träume in Bildern, die sind für unsere Kinder, unsere Familie, über Menschen, die wir kennen. Aber es gibt sie auch für Gemeinde, für deine Region, für Stadt, für Länder, was auch immer. Diese Träume sind von Gott gegeben, damit wir verstehen, was er in der Jetztzeit oder in der kommenden Zeit für uns geplant hat. Und nun ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Traumbilder mit dem Herrn besprechen, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzugehen, damit wir unterscheiden können, was ist von Gott und was ist nur Verwirrung oder was ist einfach aus einem natürlichen heraus geträumt worden. Und je mehr wir das machen, desto mehr werden wir in diese Unterscheidungsqualität hineinkommen. Der Herr möchte uns weiterbringen in unserem Leben. Er möchte uns mitteilen, welche Pläne er für unser Leben hat. Und oft habe ich so gemacht, dass ich Träume mir aufgeschrieben habe. Und dann lese ich sie später durch. Das ist für mich wie manchmal ein prophetisches Reden Gottes in mein Leben hinein. Oder eine Jetzt-Standortbestimmung, dass ich auf einer ganz anderen Ebene plötzlich verstehe, was in meinem Jetzt, in meiner Jetzt-Situation vor sich geht. Und dann bespreche ich das mit dem Herrn und sage, ich habe das und das geträumt. Was ist das? Welche Bedeutung hat das vor dir? Und ich möchte dich ermutigen, da in dem Bereich wirklich auch dich auszustrecken und da weiterzugehen. Dich nicht beängstigen zu lassen von Träumen, sondern wenn du merkst, das ist ein Traum, den der Feind mir gegeben hat, um mich unter Druck zu bringen, dann stehst du auf und dann begegnest du diesen Attacken, dieser Bedrängnis in dem Namen Jesus und sagst, das gibt es in meinem Leben nicht. Ich verweigere dem Feind, auch über Träume in mein Leben eine Bedrängnis zu bringen. Und bei den Träumen, die von Gott sind, streck dich da aus. Empfange diese Bilder von Gott, diese Visionen, dieses Reden Gottes auf einer anderen Ebene. Fürchte dich nicht davor, sondern geh mit dem Herrn immer wieder ins Gespräch. Höre, was er dir sagt. Höre, was er durch sein Wort bestätigt. Höre, was andere an Bestätigung für deine Bilder oder Träume haben. Und ich weiß, dass Gott verschiedene Bereiche jetzt gerade in deinem Leben und in meinem Leben ausbilden möchte. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.